Bis zur ersten Halbzeit waren wir auf jeden Fall besser. Und dann auch danach hat Konrad zwar ein bisschen Druck gemacht und so. Wurde dann auch immer hitziger, mehr Foulspiele, Abseitstor. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Abseits war oder nicht. War auf jeden Fall eng. Und dann haben wir uns hinten reingestellt ein bisschen mehr, so versucht, das 0, die 0 zu halten, was wir auch endlich geschafft haben. Haben wir auch davor bisher nur einmal in Osnabrück geschafft, zu 0. Es war wichtig für uns, dass wir auch eher die 0 halten, als vorne das Tor zu schießen. Ja, und ich fand, das haben wir dann am Ende auch sehr gut gemacht, dass wir da sicher hinten standen. Wir haben gut angefangen, aber Ende der Halbzeit haben wir das Tor kassiert und das war sehr unglücklich. Ich denke aber, dass wir mit der Motivation aus der ersten Halbzeit in die zweite Halbzeit gegangen sind und die zweite Halbzeit auch sehr geackert haben, so wie sie es gesehen haben. Manchmal will der Ball einfach nicht rein und dann kann man nichts ändern, aber ich denke, dass die Mannschaft zusammengehalten hat und dass wir daraus ziehen können, dass wir den nächsten Spieler auch wirklich hart ackern müssen und wirklich den mal reinbringen müssen. Also in der ersten Halbzeit haben wir sehr gut kombiniert und haben uns auch recht viele Torchancen erarbeitet, die wir leider nicht genutzt haben, außer da, wo Edmund das Tor gemacht hat und das entscheidende Tor halt. Was wir nicht so gut gemacht haben, war, dass wir in der zweiten Halbzeit halt nachgelassen haben. Und das war halt nicht so gut von uns und daran arbeiten wir jetzt. Ich denke, dass wir, wie gesagt, die ES halt sehr gut angefangen und wir haben die Vernachlässigung, haben sie ja deutlich gesehen und das müssen wir wirklich, damit können wir einfach nicht weitermachen. Und ich denke, dass die Trainer das auch deutlich gesehen haben und denken, dass wir immer 100% geben müssen und nicht so wie in der ersten Halbzeit, Ende der ersten Halbzeit nur 50%. Ich denke, dass wir, wenn wir 100% geben, auch sehr stark weiter hocharbeiten können. Wir werden jetzt weiterhin trainieren, dreimal die Woche, hart an uns arbeiten. Jetzt kommt ja jede Woche ein Spiel, gibt es keine Pause, wird schwer. Jetzt kommen auch wieder ein paar Spieler zu uns zurück, die jetzt alle gesperrt waren. Es sind auch viele Verletzte, die kommen jetzt auch langsam zurück. Also heute auch mit vielen Stammspielern, die nicht dabei waren. Deswegen war es für uns auch ein bisschen noch erschwert. Aber ab morgen sind sie dann ein paar wieder, die gesperrt sind, dürfen dann wieder mitspielen. Und dann wird das auch wieder ein bisschen besser laufen mit dem Spiel nach vorne. Und ein paar Offensivspieler, die dabei sind wieder.